Aktienmarkt ist in den letzten Wochen ganz klar getragen worden von den Hightech-Titeln. Das haben wir immer wieder gesehen, wenn wir auf den Nasdaq-Index geguckt haben, also den Hightech-Markt. Und wenn wir ehrlich sind, es sind einige wenige Aktien, die daraus den ganzen Markt eben nach oben getrieben haben. Wenn wir alleine auf den Index jetzt mal schauen, dann sehen wir zumindest mal, dass sich das Bild der letzten Zeit zumindest mal wieder androht, geändert zu haben. Ob das wirklich nachhaltig ist, das werden wir sehen. Aber wir haben hier zumindest mal einen deutlichen Schub gesehen, der per se schon ungefähr so lang ist wie das, was wir vorher hatten, sogar teilweise länger. Und eigentlich müsste der sich ja nochmal nach unten fortsetzen. Wird das so sein? Nun, jetzt, wenn wir die einzelnen Titel uns mal angucken, zum Beispiel eine Google, die haben wir heute bei uns im Trade des Tages. Die genauen Marken, die könnt ihr dort natürlich gerne ablesen. Also was wir da zumindest mal ganz auffällig finden, hier nochmal so ganz grob der Überblick. Wir sehen die Schubweite, oder gucken wir es hier, da ist nicht so viel Krempel im Chart. Schubweite geht ganz klar runter und im Moment hat der Markt noch nicht wirklich ein Interesse, dieses Muster aufzulösen. Im Gegenteil. Und auch andere, wenn wir eBay angucken beispielsweise, ebenfalls ja zumindest mal einen Schub nach unten. Da wissen wir noch nicht genau, wo das Ei hingelegt werden muss. Das kann locker noch erst sowas sein, um dann sowas zu bringen. Das ist noch fraglich. Aber wir sehen zumindest mal, dass die großen Player, Facebook ebenfalls, dass wir sowas wie Apple auf jeden Fall deutlichere Bewegungen hier nach unten, schärfere Bewegungen jetzt nach unten hier zeigen. Und das ist noch kein Beweis, um Himmels Willen, aber zumindest meine Andeutung. Oh, okay, zumindest mal ist der Glaube hier noch ein bisschen beschränkt. Apple steht allerdings schon fast wieder als, kann man sagen, mehr oder weniger stärkstes Mitglied dann hier da. Denn immerhin war die Antwort relativ deutlich und wir haben hier schon wieder eigentlich die nächste Gelegenheit, vielleicht der Trade des Tages für morgen. Lassen wir uns dann nochmal überraschen. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Hightechs den Markt möglicherweise machen werden. Und wenn wir nochmal auf die Indizes rübergehen, dann sehen wir den Unterschied. In der Vergangenheit war es immer der Nasdaq, der ganz schnell wieder gepusht hat. Jetzt ist es fast schon der breitere Markt, denn wir sehen, dass im Gegensatz zum Nasdaq-Index der S&P 500 mit 500 Titeln hier den Markt wieder nach oben gepusht hat, während der Nasdaq immer noch hier unten rumkrebselt und, wenn wir ehrlich sind, so richtig die Stärke noch nicht zur Geltung bringen konnte. Also spannend allemal und insofern möglicherweise jetzt endlich mal richtungsweisend auch mal aus Sicht des Nasdaq. Möglicherweise klingt er mal doof für Trader, aber das ist der Grund, warum wir gerne mit einem Trigger arbeiten. Auch das ist keine Garantie, aber würde zumindest mal bestimmte Verhaltensmuster bestätigen und damit die Chancen eindeutig dann nochmal erhöhen. So, in diesem Sinne kann man eigentlich nur die Daumen drücken, wer Spaß dran hat, einzelne Titel umzusetzen. Heute hatten wir ja Alphabet, also sprich Google als Konzern, auf dem Plan. Heute im Trade des Tages gerne angucken mit unseren ganz konkreten Handelsmarken. Ansonsten selber immer wieder gerne drauf gucken, denn das Schöne ist, diese Muster lassen sich ja immer wieder auf verschiedenen Märkten auch finden. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.